Anfang war der Ursprung, der Urknall, die Singularität, das Zeichen, mögliche Wörter, Möglichkeiten. Oh, nein, ich glaube, das ist ein bisschen zu dick aufgetragen. Vielleicht fange ich besser bei mir an. Das bin ich. Oder eher mein Profilbild. Oder noch genauer, die Farbwerte meines Profilbilds in die Bezeichnungen der Farben übersetzt, von einer Maschinenstimme gelesen. Das bin ebenfalls ich. Oder eher mein genetischer Code. Oder noch genauer, die Abkürzungen der Namen der Basen der Nukleotide des Beginns meines ersten Chromosoms. Wiederum gesprochen von einer Maschinenstimme. So, das ist, glaube ich, genug über mich. Es soll ja hier um meine Arbeit gehen. Mich interessieren Informationen, ihre Kodierung durch Zeichen und Wörter, deren Aneinanderreihung zu setzen. Ich bin fasziniert von Sprachen, Mehrdeutigkeiten und dem Sprachspiel als Instrument zur Gewinnung von Erkenntnissen. Der richtige Satz. Gut durchgestrichen. Verbessert die Welt. Abstraktion und Konkretes. Freiheit und Reduktion. Verständlichkeit, Asemantik und alles dazwischen. Körper, Performativität. Das Sprechen als Sprechakt. Sprachklang, Stimme. Diese Entscheidung kann nicht rückgängig gemacht werden. Das Krümmen des Fingers löscht den vergangenen Tag. Auswirkung von Technologie auf Kommunikationsformen, Politik und Gesellschaft. Explorative und lustvolle Beschäftigung mit Sprache und der Welt, auch wenn ich beides nicht verstehe. Versuchsanordnungen, in denen ich buchstäblich Partikel aufeinander prallen lasse. Ich strebe danach, Problemfelder im Kontinuum zwischen Text, Schrift, Laut, Form und Inhalt zu erschließen. Die Beschriftung der Welt, vollkommen, gleichgültig, wohin ich sehe, sind die Zeichen schon vor mir.